Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die stählerne Bruderschaft. Ja, mit diesen Worten geht die neue Folge Let's Play Fallout los und ich würde mal sagen, das ist beeindruckend und ihr habt gerade gesehen, es gibt hier eine Militärfrequenz und Militärfrequenzen, die kann man anhören. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. So, ja, also es gibt hier praktisch einen. In das Dunkel starrend blieb belaberter. Stehen. Ja. Verwundert. Harrend. So, also wie gesagt, tun wir jetzt gar nicht so lange dem hier Beachtung schenken, sondern wir haben gemerkt, okay, hier geht es jetzt irgendwas mit der stehenden Bruderschaft weiter. Aber ich wollte mich auch in dieser Folge, habe ich beschlossen, bevor ich losgelegt habe, mich mal wieder um meine Minutemen kümmern. Das heißt. Entweder könnt ihr natürlich jetzt hier zurück nach Diamond City, sprich mit Piper über deine Erkenntnisse. Könnte ich jetzt machen, will ich aber nicht. Hör dir melde dich bei Paladin Dance, könnte ich auch. Folge dem Freedom Trail zu Pipers Büro, das wäre alles möglich. Auch das ist Semper Invicta. Aber ich will die Burg endlich mal einnehmen. Und da geht's jetzt dann weiter. Das heißt, mit der Karte, zack, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Kann ich da... Oh. Yep. Per Schnellflug. Jetzt habe ich nur gemerkt, ich habe hier gar nicht meinen Begleiter dabei. Hoffentlich kommen da jetzt nicht gleich wieder richtig viele Böse. Aber bisher, zack. Die Brauerei. Ja. Wer da sein? Ey, du kannst machen, was du willst. Ich... Lass mich da jetzt gar nicht drauf ein. Aber wir nehmen mal eine Dose Retaway. Tschick, Hilfsmittel, Retaway. Davon habe ich ja mittlerweile einiges. Und ein Stimpack. Und dann geht's mir wieder gut. Und wie gesagt, jetzt endlich mal hier die Burg angehen. Weil, nachdem ich das so ein bisschen liegen habe lassen... Glaube ich, dass ich jetzt mittlerweile stark genug bin, um das anzugehen. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Weshalb brauchen wir diesen Laden nochmal? Die Funkanlage ist das Wichtigste. Aber mit etwas Arbeit können wir aus dem Fort einen mächtigen Außenposten machen. Weißt du, was ich meine? Naja, die Mauern müssen definitiv mal etwas ausgebessert werden. Ich muss zugeben, die Burg hat schon bessere Tage gesehen. Aber die Minutemen haben harte Arbeit noch nie gescheut. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? So. Entscheide ich für einen Angriffsplan. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontauben schießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Jemand muss doch was tun. Okay. Die Bruderschaft kommt. Ich muss dich mal was fragen. Sprechen wir über den Schlachtplan. Ja. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg. Was ist denn hier gerade los? Wer oder... Alex, Ziel auf ihr Gesicht.
Wer oder was kommt denn da? Boah. Oh, die... Diese nervigen... Die sind echt nervig. Oh, ich schieße in die Tür. Alles klar. Muss ich wahrscheinlich am Schluss irgendjemand aufheben. Aber ich will jetzt eigentlich nicht zu viel meiner Munition verschwenden. Deswegen sollen die das mal ruhig alleine machen. Dafür sind sie ja da. Überall. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Heißt es jetzt, hab... Warte mal. Lol. Ist das echt jetzt sein Ernst? Dass der Ein-Minute-Man tot ist wegen... Irgendwas Nützliches? Wegen so einem Idiot... Oh, nee. Oh. Du musst das nicht tun. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Habe ich jetzt hier zwei Ausfälle? So brauche ich doch gar nicht erst anfangen. Ich brauche die doch. Also, also das ist ja mal doof. Verstehe ich jetzt auch nicht so, was das gerade sollte vom Spiel her. Aber gut. Hilft ja nix. Also, da kommen zwei so Eidechsen, nee, nicht Eidechsen, zwei so, was ist denn das? So Krabben an? Eidechsen. Oh Gott, zwei so Krabben an, machen da irgendwie Unsinn und mein Team denkt sich, boah, mache ich alles weg und ballern und sterben dann neben Autos. Also, oh nee, da will ich nicht hin. So, da muss ich hin. Probieren wir es nochmal. So, also für die Freiheit. Wir wollen darüber. Das heißt, ab zur Brauerei. Yep, da wollen wir schnell hinreisen. Tut mir sehr leid für die, ich will jetzt nicht sagen Action, sondern den Unsinn, den der Fallout gerade gemacht hat. Aber ich denke mal, dass ich jede Hilfe da auf jeden Fall gebrauchen kann. Und wenn da zwei schon tot sind, bevor es überhaupt losgeht, glaube ich, ist es sinnvoll, da nicht so zu starten, sondern das nochmal so anzugehen. Das heißt, jetzt natürlich nochmal in ruhigerer Manier. Nee, nicht jemand da. Valentine, lass den bitte. Alles klar. So, und dann, wie gesagt, tun wir jetzt nochmal hier nochmal das Gleiche. Wir heilen uns Redaway und Stimpak rein. Und dann geht's los. So, und diesmal hoffentlich ohne irgendwelche doofen Krabben. Ich hab die doch nicht mal angelockt, oder doch? Also wenn das ich war, dann würde ich das lieber erlegen. Aber ich sehe die nirgendwo kommen. Also von dem her keine Ahnung, wo die auf einmal hergekrabbelt sind. Na gut. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. So, hier, hey, Preston. Alle sind hier, General. Ja. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence. Warum schaust du nicht an, wenn du mit mir redest? Haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Ja. Kommt, beeindruckend. Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Ja. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Ja. Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontauben schießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und? General? Feuerlinie rauslocken klingt an, ey. Ich locke sie raus, in die Zange nehmen, noch nicht bereit. Hallo. Sprechen wir über den Schlachtplan. Worauf warten Scheiße! Wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg. Nein. Wenn so, wir uns Scheiße. Aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Nee, da kommt noch nichts. Das reinste Tontauben schießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Komm schon, gib mir Vorschläge, ich will loslegen, bevor wir wieder irgendwie unsere passen. Und? General, was denkst du? Aus allen Rohren. Machen wir es nicht komplizierter als nötig. Gehen wir rein und hauen wir ihn mit geballter Feuerkraft ein vor den Latz. Genau. So, Hilfe.
Achtung, Hilfe. Was ist denn jetzt? Oh Mann, was ist denn hier los? Hallo. Hast du dich nochmal umgesehen? Also, wie lautet der Plan? Gib mir noch Möglichkeiten. Sprechen wir über den Schlachtplan. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Ja. Nein, wenn wir uns aufteilen können, wir zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontaubenschießen. Ich schwöre, ich baller euch. Sie nicht zu uns kommen. Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Machen wir es nicht komplizierter als nötig. Gehen wir rein und hauen wir ihn mit geballter Feuerkraft ein vor den Latz. Wenn du meinst. Okay, Leute, ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Okay, so. Ihr geht mal in Position. Hier, die anderen machen da irgendwie Monster-Unsinn. Also, weiß nicht, was da die Stelle in der Bruderschaft gerade treibt. Aber gut, das sieht ja so aus, als ob hier die anderen da mal loslegen. Als die Minutemen diesen Ort verloren, wusste das Säubere den Hof. Dass sie erledigt sind. Und ihr bleibt jetzt hier draußen stehen, oder was? Wäre natürlich sympathisch. Wer ist da? So. Einen nach dem anderen. Ich brauche so eine Granate oder sowas, wäre cool. Oh, das wäre ja natürlich schauschön, aber ich glaube, da gibt es noch wahrscheinlich einen Endboss, wo das dann besser kommt. Bäm, weg mit dir. Woo! Wupp, wupp. Weg ist er. So, einer nach dem anderen. Also, es läuft. So, der andere liegt mal wieder im Dreck. Natürlich spritzen wir ihn auch mal wieder fit. Ist ja ein Roboter. Macht ja absolut Sinn, dass man so für einen Roboter eine Spritze braucht. Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Du bist rein, denke ich. So. Und nun? Verdammt. Ich glaube, scheint, als würden sie drücken. Uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken wollen. Meilerlurks verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Die Wände sind also vermutlich voll davon. Sieht so aus. Also, wir machen das wie folgt. Du bleibst hier im Hof und vernichtest... Oh, du trägst nicht zu viel, ist das jetzt dein Ernst? Muss ich jetzt so wieder so doofen Eiern? Inventar. Diverses Schrott. Warum hat das Vorkriegsgeld kein Gewicht? Das wäre es jetzt. Naja, vielleicht finde ich hier wieder was ich wieder mal losbekommen könnte. Aber ich habe hier auch nicht mehr viel. Krass. Die 10 mm brauche ich doch nicht, wenn ich hier meine mächtige 10 mm... 32 Schaden zu... Ja, die machen beide. So, weg mit denen. Hast du etwas fallen lassen? Ich glaube, ich habe jetzt vom Teufel sprich. Warte. Draußen ist das. So. Die Eier. Hast du das gesehen? Kein Begräbnis. Oh Gott, stirb!
muss ich mich echt so, um so doofe Eier kümmern. Baller hier alle meine Munition weg. Ich bin schon wieder voll. Diese Eier sind scheinbar elendig schwer. Ja, alles klar. Gibt es da nicht irgendwas, wo ich die ablegen kann? Hallo, Preston. Da ist doch ein Tisch. Da kann ich sie doch 100% reinlegen. Transfer. Wo ist denn dieses doofe Ei? Und der Da. Weg damit. So, jetzt muss ich da hoch. Weil da sind ja nochmal ein paar Eier scheinbar. So. Oh, die Kanone würde ich ja nehmen. Mit der würde ich ja sofort schießen. Komm schon, nimm doch einfach. Er nimmt sie auch nicht so schnell, wie ich sie nehmen wollen würde. Du bist. Ah, Gott, geh weg! So, und was nu? Kommt da noch was? Naja, klar. Unglaublich viele Eier. Was zum Teufel war das? Alles in Ordnung? So, wo ist die Königin? Ich glaube, ich habe was gehört. Ach ja. Level 50! Das ist jetzt etwas, wo ich dann auf jeden Fall mal meinen Fatboy nehmen werde. Mein Fatman. Wenn das nicht der ideale Moment dafür ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Okay, hat Schaden gemacht, aber hätte mehr sein dürfen. Da habe ich keine Raketen. Dann schießen wir mit ein paar Granaten. Oh, oh, TP, TP. So, das soll mal die bisschen mehr machen. Ich bin da... Ein kleiner Angsthase. Ein Schlüpfling. Nick. Oh, ist das anstrengend. Ich laufe. Komm du wieder hoch, ich brauch dich. Nicht schlafen. Tja, wenn es nicht anders geht. Hätte ich da übrigens mal besser meine Rüstung dafür genommen. Hätte mit mir einiges ersparen. Ich habe wieder irgendwie so Schleim an mir. Und jetzt kann ich... Ich nehme mal die Mine. Das ist doch eine Idee. Verdammt, wo sind sie? Komm, Nick. Yippie, ich glaube, das hat gelangt. Nee, doch nicht.
Komm schon. Komm in meine Richtung. Nein. Ich dachte, sie wäre schon tot. Naja, also Nick Valentine. Jetzt ist er weg. Boah. So. Wo sind meine Minen? Da ist eine. Und wo ist die zweite? Die war doch da vorne irgendwo. Warum die nicht gezündet hat, die verstehe ich nicht. Die ist doch super gekommen. So, jetzt wird die erstmal gelootet, die alte. Patrone, das macht ganz klar Sinn. Okay. Das hat viel Schuss gebraucht. Gute Arbeit, Leute. Aber wir sind noch nicht fertig. Ach Gott. Der General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Ihr anderen vernichtet die restlichen Meyerlurks und Eier, die ihr findet. Und das für hier dieses... Ach Gott. Aktiviere den Radiosender. Na gut. Mal sehen, ob noch was vom alten Sender übrig ist. Ausgezeichnet. Yeah, kritischen Schaden. Das wird auf jeden Fall genommen. Naja. Warum kann ich den nicht aktivieren? Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. Ich sehe mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. Kann ich nicht aktivieren. Stuhl sitzen. Achso, da drüben muss ich noch irgendwas machen scheinbar. Werkstatt. Werkstatt? Aha, da soll ich jetzt das Bauen anfangen. Ist das jetzt der Ernst? Nee, pass mal auf, was sagt denn hier meine Mission? Daten? Aktiviere den Radiosender. Ach, der brauchst du wahrscheinlich wieder Strom, oder? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, dann. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ach, du bist aber ein kluges Kerlchen. Und was sagt er jetzt? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Macht für mich jetzt alles nur bedingt Sinn. Also wahrscheinlich brauchen wir Strom. Das wäre jetzt. Ich habe jetzt gerade noch schauen wollen, ob hier irgendwas, aber das ist ja wirklich nur die Halterung. Ne? Okay. Okay, also alles andere macht keinen Sinn. Jetzt außer Strom. Warum sollte hier sonst auch eine Werkstatt sein? Ich will jetzt erst. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Gibt es ja Betten. Fusionszelle. Ja, ist doch was. Eine Rakete! Endlich habe ich was für meinen Raketenwerfer getan. Stimpak, Redaway. Boah, Gott. Die sind so nervig, diese Biester. Dann weißt du was, ich heb die nicht immer auf. Das ist mir einfach zu anstrengend. Scheint, als wäre alles sauber. Siehst du sie? Wir gehen uns nicht mehr auf die Nerven. So, was kommt hier noch? Wow. Sollte nicht lang dauern. Komm schon, geh down, geh down. Yep. Aber wie gesagt, für mich in meiner Welt, irgendwas muss hier noch drin passieren. So, sonst ist Macht aktuell, entweder muss man wirklich das Ding an Strom anschließen oder hier drin gibt es irgendwas noch, wo ich sag, das ist natürlich alles schon nice, dass hier Raketen rumliegen. Brennstoff. Aschenbecher.
Zigarre. Gamma-Patrone-Fusionszelle. Schön, schön, schön. Bürotür. Das ist eine Bürotür übrigens. Wer sich fragt, wie Bürotüren ausschauen, das ist eine Bürotür. So. Das Bett verwerte ich. Ich hätte nie gedacht, dass die Minutemen jemals wieder ein. So, dann will, erstmal will ich erst alles aufglauben und schauen, ob ich irgendwo noch hier was finde, wo ich sage, damit kann man was anfangen. Ich muss mich erstmal hier orientieren. Aber wie gesagt, für mich macht einfach einzig und allein Sinn, dass wir Strom brauchen. Alles andere ist unlogisch. Hier mit dem falschen Zünd. So, Hammer ist jetzt diese. Oh, die könnte Nerven kosten. So, noch was? Noch jemand? Nee. So, was gibt's hier noch so Schönes? Gar nicht. Patronen, alles klar. Aktenschrank, Plastiklöffel. Gibt es hier dann noch was? Okay, nee, da laufen nur die Kabel. Ja, wie gesagt, alles andere, also von dem her muss es wohl damit zusammenhängen, dass wir da Strom brauchen. Da drüben. Ah ja, die Tür ist auch cool. Tür auf. Tür zu. Nein, weg, weg, weg. Aber also, den Radiosender kann ich nur dann aktivieren, wenn ich da Strom habe. Deswegen. Organisiere ich mal Strom, habe hier den letzten noch auch noch dingfest gemacht und ich glaube, damit kann ich sagen, vielen Dank, dass ihr jetzt für die Folge zugeschaut habt und natürlich werdet ihr mitbekommen, sobald ich hier Strom organisiert habe, wie es dann weitergeht. Bis dahin, euer Alcaramba.